Hello my dear artist friends, welcome to my YouTube channel. Today we make the second part of the ear. Hallo meine lieben Künstlerfreunde, heute machen wir den Rest von dem Ohr. Wir haben ja jetzt bei dem Part 2 schon den Anfang gemacht und jetzt machen wir das Ohr fertig. Also ich werde jetzt erstmal ein paar Stellen noch dunkler machen. Das ist selbstgemachte Kreide. Deswegen kann ich auch nicht sagen, welche Marke ihr das dafür nehmen müsst. Ich bin ja jetzt auch auf Patreon vertreten, falls der eine oder andere das kennt. Das blende ich am Schluss des Videos dann mal ein. Dort stelle ich dann Tutorial-Videos zur Verfügung, die wie so einzelne Feldpartien oder wie macht man Kreide, Hintergrund etc. Da könnt ihr das dann lernen. Now I make the darker area with my self-made charcoal. And I'm new on Patreon. The address comes at the end of the video. The videos will be in both languages. In German and in English. I started for 2 weeks and each month comes one or two new videos. At the moment a little bit more, so that you learn how to draw in pastel, later in dry brush and charcoal, and how I make my charcoal, soft pastel by myself. I think that is very interesting. Dann zeige ich euch auch, wie man Kreide macht. Das ist gar nicht schwer. Dann habt ihr eure eigenen Pastellkreide. Da kann man sich sehr schöne Töne machen. So, jetzt haben wir es ein bisschen dunkler an manchen Stellen. Now it's much darker. I use the pony hair brush. Jetzt nehme ich den Ponyhaarpinsel, verteile das ein bisschen noch, schiebe es in die Ecken. So dass ich im Prinzip so ein Hellgrau habe an den Ecken. In this area that will be a gray tone. Then I use a little bit palm pastel. With a brush. Das wirkt jetzt alles sehr dunkel, aber wenn die hellen Haare dann dazu kommen, dann sieht es gleich realistisch aus. It looks very dark, but when you draw the light hairs, you see that it comes very realistic. With a Kutakolor black chalk, I make some very black hairs. Mit dem Schwarzkreide von Kutakolor mache ich dann also noch ein paar schwarze Haare, weil das richtig schön schwarz ist.
Ihr seht, hier sind ein paar, hier seht ihr das, ein paar helle Bereiche. Die spare ich natürlich aus. These lighter areas that looks much white, I don't cover with black, pan pastel. So, dann habe ich so ziemlich die Fellstruktur jetzt. Ich ziehe da noch ein paar schwarze Striche rein. A little bit black strokes in the rosette. And now I use light gray from Pitt. Yes. With less pressure. Look on the direction. That is important. Und guckt darauf, dass ihr die Richtung immer richtig habt. Also gerade bei Tieren ist die Fellrichtung sehr, sehr entscheidend. Also damit steht und fällt euer Bild. Da müsst ihr sehr drauf achten. The direction of the fur is very, very important. Also wenig Druck beim Malen. Ihr könnt auch mit dem Finger nochmal drüber streichen. You can blend it with your fingers. So you have much different gray tones. So habt ihr halt mehr Schattierungen. Ihr seht, das ist noch viel heller, also das ist richtig weiß dann. Das kommt dann aber erst zum Schluss. These white areas I make at least. Jetzt nehme ich mal ein bisschen weiß. What's that white? Und Pitt. Less pressure, very sharpen. And I take the pencil from the side with less pressure. Also da dürft ihr ganz wenig Druck nur ausüben. Und ihr schiebt den Stift quasi. Oder zieht ihn, je nachdem. Welche Richtung ihr da seid. Dann kriegt man aber auch sehr dünne Haare hin. So you get very thin hairs.
important is less pressure. Jetzt haben wir an dem Bereich noch ein bisschen bräunlichere Haare. Das sieht man auf dem Bild leider nicht. In this area a little bit brown, but you can't see it on the photo because it's too small. It's from Karen Dash. A brown. Number 046. Also ist von Karen Dash, ich glaube zum Kassler Braun, genau. Terre de Kassler, also Kassler Braun. Nummer 046. Hier macht ihr kurze Haare, hier make short hairs, also with a little bit more pressure. There are some dark areas. Da sind wieder ein paar schwarze Bereiche, die müssen wir natürlich nochmal nachzeichnen. Das ist wieder nur schwarz. So. Also ich habe jetzt im Prinzip nur immer hellgrau, weiß und schwarz. Und so ein bisschen braun an der Seite. Auch ein bisschen mehr weiße Haare. You can see there are more white hairs. Also die weißen Haare setzt ihr immer oben drüber oder ihr arbeitet sie unter, dass ihr etwas aufhellen wollt. Das geht natürlich auch. Aber die weißen Haare setzt man meistens oben drüber und dann verblendet man sie auch nicht mehr. So, white hair comes at the last layer. Or if you use the white hair to mix it up, to have a light gray, if you mix black and white together. It is also possible. And these hairs you don't blend. Because all on the last layer you don't blend. The hairs in the ear, less pressure. Hier sind halt so ein Knubbel von Haaren, da muss man auch ein bisschen mehr malen und ein bisschen dicker werden. Here are some more white hairs overlaid, so I must go over it once or three times. It looks the same way as on my reference photo.
And also possible is to use for the last layer, when you don't go use pastel again, you can take one of the colored pencil for details. That's also fantastic. You see, the ear comes more furry and realistic. Also mit jedem Strich, den ihr da macht, wird das Ganze realistischer. Und jetzt kommen die weißen Haare halt hier auch noch drüber. Und hier sind ja halt an der Stelle halt ein bisschen geknubbelte Haare, sag ich mal jetzt so. Haarbüschel. Much more white. You can't see each single hair, so you must paint white areas. Some little white hairs at these edges. This is a light yellow. Some short hairs. Ihr macht da einfach ein bisschen kürzere Haare. Also achtet immer auf die Länge der Haare. Und dann ganz zum Schluss nehme ich natürlich wieder das Karandaschweiß. Die Stifte sind ein bisschen teurer, sag ich mal. Eigentlich würde ich mal sagen, das sind die Rolls-Royce unter den Pastellstiften. Ich glaube, der momentane Preis liegt irgendwas um die 2,70 Euro oder so, 77 pro Stift. Aber die sind wirklich halt sehr weiß. Also noch ein bisschen, da sie auch sehr weich sind, kriegt man da halt noch ein bisschen mehr Highlights hin. These pastel pencils von Caran d'Ache are very expensive, but the white is really more white than Pitt or Capotello. I say that Rolls-Royce under the pastel pencils because of the price. Ich habe da jetzt auch kein ganzes Set von. Ich habe mir da immer ein paar einzelne Stifte geholt, die ich halt farblich zu Tieren brauche. I only blend a little bit with my fingers. So, you see, the ear is nearly ready. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns ja auf Patreon. Und ich male auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen an dem Schneeleoparden. Die kriegt ihr dann auch zu Gesicht. I hope you enjoy my video and it would be great if you visit me on Patreon to see my other tutorials. So,
bye bye und we see us in the next video. Macht's gut und ich freue mich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.